Ja, beim heutigen Gebrauchtboot-Test wird es nass. Das liegt aber nicht nur an den gut 4 Windstärken und dem zusätzlichen Wasser von oben, sondern auch an der Testkandidatin selbst. Denn so ein Speckhugger segelt nun mal etwas nass, besonders in der kurzen Ostseewelle der Lübecker Bucht. Aber das stört weder die Tester noch das kleine dänische Boot. Das ist übrigens seit 1970 etwa 415 Mal gebaut worden und immer noch ein heißer Tipp für alle, die günstig ins Segeln einsteigen wollen, dabei aber auch bei jeder Mittwochsregatta noch glänzen können. Alternativ kann man mit dem 7,44 Meter langen Spitzgatter aus der Feder des dänischen Konstrukteurs Peter Bruun aber auch auf Fahrtentörn gehen. Und getreu dem Faible von Bruun, seine Boote nach Walen zu benennen, heißt Speckhugger übersetzt, großer Schwertwal, auch bekannt als Orca. Doch nicht nur das macht ihn so beliebt. Das ist so eins der klassischen dänischen Boote. Für Ausbildung wird es gerne benutzt, für Regattasegeln. In Dänemark wird es sehr aktiv Regatta gesegelt. Aber auch hier in Deutschland gibt es eine relativ große Fangemeinde. Die Boote sind günstig zu haben. Kosten so ab 6.000 Euro aufwärts, gut gepflegte zwischen 7 und 10 vielleicht. Es gibt auch noch natürlich teurere, bessere. Aber es ist so ein Boot der 7 Meter Plus Klasse, die wirklich handig für Einsteiger sind, gut zu beherrschen, nicht zu groß, oft mit Außenborder gefahren. Ist ein gutes Einsteigerboot, aber auch ein sehr sicheres Boot. Es segelt sehr schön bei Seegang, ist dafür bekannt, dass es ein sehr seegängiges Boot ist. Und das Boot wollen wir uns mal ein bisschen näher anschauen. Günstig zu haben, oft gebaut, mit einer zumindest in Dänemark immer noch sehr aktiven Klassenvereinigung, das klingt doch schon mal ziemlich gut. Stellvertretend für seine Gattung sind wir heute auf dem Speckhugger Trine von Eckart König. Der ist früher 505er gesegelt und hat sich dann irgendwie in die Form des urigen Dänen verguckt. Wir haben 12 Jahre jetzt. Was, ja. Wie teuer war das damals? Ich glaube 8.000 bezahlt. Ja. Und war was zu machen? Also ihr habt es lackiert? Wir haben lackiert mal das ganze Unterwasserschiff mal neu aufgebaut. Den Kiel haben wir mal überarbeitet. Also da war sehr viel Rost dran. So, und dann irgendwie beschichtet? Und beschichtet, ja. Also ist ein Gusskiel, ne? Gusskiel, Eisengusskiel. Ja. Bevor wir uns aber auch den Stellen widmen, die ihr vor einem Kauf genauer ansehen solltet, steigen wir nochmal in die Geschichte des Klassikers aus GfK ein. Das Besondere am Speckhugger ist, dass er sogar bis in die 2000er noch weiter gebaut wurde. In Schweden ist über Peter Bruun eine Kooperation entstanden. Man kann das Boot sogar heute noch bestellen, allerdings nur auf Anfrage. Und dann wird der Preis halt bekannt gegeben. Das kann man dann noch kaufen ganz neu. Das ist das Besondere. Es gibt viele Teile. Es gibt eine sehr aktive Klassenvereinigung in Dänemark. In Deutschland leider nicht, aber über die dänische Klassenvereinigung kann man sich sehr gut über das Boot informieren. Das auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen ungewöhnlich aussieht durch das Kanuheck. Das ist halt ein Spitzgatter, da denkt man dann, es ist ein altes Boot, aber unter Wasser ist es eigentlich relativ modern. Es hat schon einen geteilten Lateralplan. Das Ruder ist mit einem kleinen Skeck. Das Unterwasserschiff ist also moderner, als das Boot im ersten Moment vielleicht aussehen mag. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so beliebt nach wie vor in Dänemark, weil man kann es ganz gut benutzen. Als Pärchen zum Beispiel für einen Turn ist es ausreichend. Viele von den Eignern segeln damit wochenlang in der dänischen Südsee, auch bis nach Schweden hoch. Das Boot ist also sehr sicher. Allerdings, man sieht schon, es ist relativ niedrig, ist dicht am Wasser, ist halt ein bisschen jollenartig, weil es war als Regattaboot am Anfang gebaut. Peter Bruun hat es als Vierteltonner sehr erfolgreich gesegelt. Es ist so ein bisschen angelehnt an die Spitzgatter aus der Ära von Aage Utzon und anderen Designern. Das waren so ein bisschen die Vorbilder, aber eben es sollten moderne Elemente einfließen. Was man hier an dem Boot auch ganz gut sieht, ist der bunte Rumpf. Speckhugger oder Speckies, wie die Fans ihn nennen, wurde in allen möglichen Farben und allen unmöglichen Farben auch lackiert. Viele von den Schiffen, die heute so auf dem Markt sind, sind dann schon, so wie das jetzt hier, sehr schön lackiert worden. Das heißt, die sind dann auch in einem Werterhalt ganz gut, weil die Flächen sind überschaubar. Das Boot ist jetzt also nicht so riesig, dass man das auch nicht selber machen könnte. Viele haben es selber gemacht von den Eignern. Gut restaurierte Exemplare sind dann ein bisschen teurer. Andere, es gibt auch stark ausgekreidete, ein bisschen überholungsbedürftige Schiffe. Die sind dann ein bisschen billiger. Aber der deutsche Markt bietet vor allen Dingen diesen Speckhugger. Das ist nämlich die Racing-Variante sozusagen. Der hat diese breiteren Laufdecks und das größere Cockpit.
Es gab auch eine Touring- oder Fahrten-Edition, die etwas rundere Aufbauten hat, die dann mehr erinnert an die Form der Grinde. Aber diese Speckhooker, diese Fahrtenversion, ist in Deutschland relativ selten zu bekommen. Die meisten Speckis, die in Deutschland verkauft werden, sind diese Version, die Regatta-Version eigentlich. In Deutschland werden sie nicht so aktiv gesegelt wie in Dänemark, hatte ich schon gesagt, aber sind trotzdem relativ beliebt. Ganz interessant ist auch die Bugform. Man sieht, das ist also ein Bug, der wirklich weit noch über der Wasserlinie schwimmt und vorne auch relativ breit ist. Also 1969 war das relativ ungewöhnlich. Heute sieht man so breite, voluminöse Bugformen ja häufiger. Ist wieder modern, kann man fast sagen. Also man muss nur abwarten, irgendwann kommt es wieder. Dann wollen wir mit dem Specki jetzt aber auch endlich mal aufs Wasser. Das Santieren mit dem Außenborder ist sicher nicht so komfortabel wie mit einer Einbaumaschine. Dafür aber spart er Platz, Gewicht und Geld. Draußen herrscht perfektes norddeutsches Sommerwetter. Graue Wolken, immer wieder einfallende Böen und die kurze Welle. Den Speckhooker kann das nicht aus der Ruhe bringen. Als dann der Spie ausgepackt wird, setzt Specki noch einen drauf. Mit dem knapp 2,3 Tonnen schweren Boot geht jetzt richtig die Post ab. Kann so ein altes Boot noch Spaß machen? Oh ja! Wir sind den Speckhooker jetzt hier in der Lübecker Bucht bei ungefähr 10 bis 14 Knoten Wind gesegelt. Sehr böig, weil viel Regen. Man sieht, es ist ein wunderschöner norddeutscher Durchschnittssommertag. Das Boot segelt sich sehr angenehm, geht sehr weich durch die Welle am Wind. Das ist sehr, sehr schön zu segeln. Also es stampft nicht, es geht sehr weich rein. Speedmäßig waren wir eigentlich am Wind immer so bei 5, 6, 5, 7. Halbwinds war er dann bei 6,3, 6,4, 6,5 und unter Spie war das Boot dann auch mal 6,8, 6,9 schnell. Also die Rumpfgeschwindigkeit liegt so bei um die 6 Knoten. Also das Boot segelt wirklich sehr gut. Es hat auch ein relativ hohes Rig. Es war ja als Vierteltonner, als Regattaboot konstruiert von Peter Brun, vom Designer. Und entsprechend segelt es sich wirklich lebhaft und macht wirklich richtig Spaß zu segeln. Der Ruderdruck war wirklich akzeptabel. Es liegt ruhig und schön auf dem Ruder. Man kann, wenn viel Druck kommt, auch noch gut abfallen, ohne dass es zu schnell, wenn man ein bisschen mit der Schot spielt, dann auch abfällt. Das ging sehr gut. Ja, das Boot, man sitzt zwar sehr dicht am Wasser, man sieht, es hat so ein bisschen Jollencharakter, aber wirklich nass ist es eigentlich nicht gewesen, kann man jetzt nicht sagen. Also ein bisschen Spray kommt so bis zur, über den Aufbau rüber, aber es war jetzt nicht unangenehm viel. Und wen das stört, der muss sich dann eben doch eine Sprayhood aufbauen. Auch Eigner Eckhard König ist nicht nur selbst von den Qualitäten seines Spitzgatters überzeugt, sondern konnte mit ihm auch seine Frau fürs Segeln gewinnen. Es segelt halt sehr steif und sehr stabil. Also das ist einfach ein gutes Gefühl, also auf dem Boot. Also meine Frau hatte sonst immer sehr viel Angst beim Segeln und auf dem hat sie es nicht, obwohl es wie Wasser überkommt. Aber es ist einfach okay. So diese Steifheit, es gibt ein sicheres Gefühl und das verträgt auch
viel Wind, also in einem sehr weiten Bereich. So. Also die Genua kann man bis war knapp 18 Knoten, 20 Knoten fahren. Und, okay. und, also nur. Ne? Mhm. Und auch das kann man fahren halt. Ne? Also es fühlt sich dann auch nicht schlecht an. So, ne? Also, und das liegt wahrscheinlich halt auf jeden Fall an dem Kielgewicht, das ist ja mehr als 60% Ballastanteil halt. Mhm. Also. Auch wenn es schwer fällt, wir müssen mal wieder zurück in den Hafen. Denn unter Deck wollen wir ja auch noch mal einen Blick werfen und uns sowohl die typischen Schwachstellen als auch die Pluspunkte vom Speckhooker ansehen. Was bei einem 40 Jahre alten Boot, dieses Boot ist aus den späten 70ern, schon mal passieren kann, ist, dass es so oft poliert worden ist, dass man eigentlich das Gelcoat, es ist praktisch wegpoliert, es fängt dann hier an so fleckig zu werden. Das ist auch einer der Gründe, warum viele Eigner irgendwann sich dafür entscheiden, das Boot zu lackieren, entweder in einer Fachwerkstatt oder halt mehr oder minder gut mit einer Rolle. Es gibt allerdings in Aarhus so ein Kompetenzzentrum, das ist sozusagen so eine kleine Specki-Hochburg. Und da wird das den Leuten von den Firmen, die dort die Materialien dafür verkaufen, erklärt. Und das werden manchmal sehr hochwertig aussehende Lackierungen, auch wenn es von Amateuren gemacht worden ist. Es gibt natürlich auch negative Beispiele, wo es dann sehr amateurhaft aussieht. Aber das ist dann halt, der Preis macht dann sozusagen die Musik. An Bord sieht man dann auch noch ein paar Anlehnen aus den 70ern oder den frühen 80ern. Zum Beispiel der Rollbaum, der nur zum Stauen benutzt wird natürlich. Manche Eigner haben den gelassen, manche haben den ersetzt. Der Eigner dieses Bootes findet ihn sehr praktisch und benutzt ihn auch immer als Stauhilfe. Das ist eigentlich eine feine Sache. Ja, ansonsten gibt es zu den Schwachpunkten, wir hatten mit dem Eigner darüber geredet, eigentlich gar nicht so viele Punkte. Das Schiff hat wie auch andere aus der Generation ein Massivlaminat Rumpf unten und das Deck ist im Sandwich mit Balsa hergestellt. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Manchmal, wenn an den Decksdurchbrüchen, hier an den Puttings zum Beispiel, kann das wohl mal zu Problemen kommen, dass da was reißt oder dass es Haarrisse gibt und dann kann das in den Balsakern einziehen. Da muss man so ein bisschen drauf achten. Also wenn das Deck irgendwie knirscht oder sich weicht, anfühlt beim Treten, dann ist das ein Alarmsignal dafür, dass da ein Wasserschaden drin ist. Da muss man drauf achten. Weitere Probleme, also große Probleme macht das Boot eigentlich nicht. Es ist für sehr solide Qualität berühmt. Ich meine, das ist jetzt auch ein fast 40, 45 Jahre altes Schiff und es funktioniert noch sehr gut. Es knirscht und knarzt nicht beim Segeln. Man hat da also ein Stück Qualität, wenn man dann so auf die Schwachstellen achtet. Es gibt eine ganz interessante Sache von der dänischen Eignerverband oder von der Klassenvereinigung. Wer einen Speckhooker kaufen will in Dänemark, kann zum Beispiel bei der Klassenvereinigung fragen und dann gucken sich kundige Leute aus der Klasse das Boot vor Ort an und sagen dann so ungefähr Daumen hoch, Daumen runter oder wo liegt so ungefähr die Preisrange, taugt das was oder muss da viel gemacht werden. Da kann man sich sozusagen so ein bisschen Kompetenz holen und muss dann vielleicht auch nicht jedes Mal nach Dänemark in die Häfen fahren, um dann vielleicht enttäuscht wieder zurückzufahren. Typisch für den Speckhooker ist auch, dass er meistens ohne Seezaun gefahren wird. Der Eigner hier, der vorige, hatte den wohl mal nachgerüstet oder es gab hier einen Seezaun, den der jetzige Eigner dann aber, weil er damit auch ab und zu Regatta segelt, nicht benutzt hat und ist halt relativ selten, dass der eigentlich angebaut ist. Wie gesagt, das Boot wurde sehr sportlich gesegelt, war als sportliches Boot konzipiert. Deswegen ist der Mast auch relativ filigran, ist schon 7/8-Rig, ist auch 12 Meter hoch. Was viele Eigner nachgerüstet haben, sind zum Beispiel diese am Mast angebrachten Umlenkrollen, dass man halt Refline und andere Sachen oder Unterliegstrecker ins Cockpit umlenken kann. Da muss man dann so ein bisschen gucken, dass dieses Holz, dass diese Rollen am Deck vernünftig abgedichtet sind, also am besten mit Epoxidbuchsen eingesetzt worden sind, damit das Ganze nicht in das Balsa-Holz geht. Da ist also so ein Bereich, wo man mal dann klopfen sollte, um zu checken, wie das ist. Das war bei diesem Boot auch so, dass da eine weiche Stelle war, aber der Käufer hat es rechtzeitig bemerkt und hat das dann nachgebessert und dann hält das auch wieder. Das Cockpit ist relativ groß, man sieht das schon, es war halt für Regatta gedacht, deswegen sollte hier für 3 oder 4 Crewmitglieder, mit denen der meistens gesegelt wird, Platz sein. Mit einer relativ zierlichen Pinne, aber sehr funktional. Es geht halt eng am Heck zusammen durch das Kanuheck, aber es ist eigentlich
Man vermisst es dann, wenn man auf dem Boot ist, nicht. Von außen denkt man manchmal, wie segelt sich das, gurgelt das, ist das ungewöhnlich, aber es funktioniert sehr gut. Was man auch sieht, ist der Außenborder. Die meisten Speckhugger sind mit Außenborder, der auf dieser Apparatur gekippt wird. Es muss ein Langschaft sein, weil der relativ hoch sitzt. Das ist natürlich nicht so ganz ideal, weil in der Welle bei Seegang kann der schon mal austauchen, der Motor. Aber es gab ganz wenige Speckhugger, nur die mit Inborder gebaut wurden. Es gab mal wohl in der Touring, in der Fahrtenvariante sozusagen, gab es einige Einbaudiesel, sehr kleine mit 10 PS oder sowas in der Art, sind aber relativ selten auf dem Markt. Eine Besonderheit an diesem Speckhugger ist, dass als Traveler hier eine Tauwerklösung gemacht ist über ein Tauwerkdreieck. Viele Eigner haben einen Traveler hier ins Cockpit gebaut, der dann direkt fest über die Duchten geht. Das ist je nach Geschmack, ob man findet, dass es im Weg ist und irgendwie die Bewegungsfreiheit oder den Sitzkomfort im Hafen beeinträchtigt. Entweder wurde sowas, dann wurde halt so eine Tauwerkslösung gefunden oder man fährt diesen Traveler. Das sind alles so, ein Boot, das so alt ist, hat über die vielen Jahre viele verschiedene Varianten gehabt und die Eigner haben sich da alle dann, wenn es vielleicht 6, 5 Eigner gehabt hat, über die Jahre auch mit irgendwelchen Ideen verewigt. Da muss man halt so ein bisschen nachgucken, ob einem das gefällt. Die Auswahl an Booten auf dem Markt ist relativ groß. Es gibt eigentlich schon immer irgendwie einen Speckhugger irgendwo bei großen Portalen wie Scunboat, die natürlich so ein bisschen skandinavienlastig ist, gibt es die häufig, aber auch mal bei eBay Kleinanzeigen. Also man findet die Boote, wenn man eins will. Man findet sie auch oft in Dänemark und muss dann halt bereit sein, entweder über die Klassenvereinigung oder halt vor Ort zu fahren und zu gucken. In Dänemark sind sie auch oft ein bisschen günstiger als in Deutschland noch. Der Austausch mit anderen Eignern, ob in Dänemark oder hierzulande, ist für Einsteiger wichtig, denn so erfährt man aus erster Hand von möglichen Problemstellen und wie man sie beheben kann. Manchmal hat man so schon mal so Wasser drin gehabt im Boot. Mhm. Und dann, bis man dann findet, wo das herkommt, ist schon ein bisschen abenteuerlich. Also ich hatte erst gedacht, das kommt irgendwie durch wo das Ruder durchgesteckt ist, ja. Also unten vom Rumpf her. Ja. Aber das ist einfach, das Wasser läuft übers Deck hinten zu dieser Durchführung im Deck. Mhm. Und da läuft es dann von oben kommt es dann rein. Ja. Also das da, bis ich das dann geschnallt hatte, das war ja schon ein bisschen. Die Kiel-Rumpf-Verbindung ist immer so ein bisschen kritisch, weil das so einfach dieser Kiel quasi in so eine Rezesse so reinfasst, so unterm Rumpf. Und das arbeitet scheinbar doch so ein bisschen und das muss eigentlich jeden Winter nochmal kontrolliert werden und unter Umständen dann halt so an so einem kleinen Stück aufgemacht werden und wieder neu praktisch erstmal lässt man es austrocknen und dann wieder neu Farbaufbau. Es ist auf jeden Fall so, dass man da immer ein Auge drauf haben muss. So. Ja. Und das ist aber, ich denke, das wird bei jedem Speckhugger, den man dann im Winter, wenn es aus dem Wasser kommt, sieht das gut aus und dann so über den Winter sieht man dann doch, dann kommt da mal so eine kleine Rostnase, läuft dann da runter und dann muss man es halt aufkratzen. Oder am besten gleich wenn es rauskommt, rauskratzen und dann ist zum Frühjahr wieder trocken und dann kann man es neu abdichten. Klar, wer ein über 40 Jahre altes Boot übernimmt, wird auch ums Schrauben und Reparieren nicht herumkommen. Aber das kann ja auch manchmal Spaß machen. Der Wohnkomfort unter Deck ist natürlich ein bisschen begrenzt. Man sieht schon so, also ich bin zwar relativ groß, aber ich bin 1,97. Viel Stehhöhe unter Deck ist natürlich nicht, aber das ist halt einfach ein Boot für eine kleine Crew, 2 Personen, also 3 Personen finden eine gute Koje. Das gucken wir uns gleich auch nochmal einmal an. Zu dritt kann man hier gut drauf segeln oder Pärchen mit Kind, das funktioniert sehr gut. Aber viele Boote werden halt von Pärchen gesegelt. Schon ein bisschen Disziplin muss man haben, also darf nicht alles rumliegen lassen. Das muss dann auch wieder in die Taschen verpackt werden und räumst dann immer wieder dein Schlafzeug aus und, und dann die Tasche wieder raus und also immer so von Tag zu Nachtmodus wird dann so ein bisschen umgeswitcht. So, ne? Auch hier wird kaum ein Speckhugger dem anderen gleichen. In diesem Fall fehlen zum Beispiel die oberen Regale an Steuerbord. Die haben Eigner Eckert nur genervt. Auch das halbe Schott gibt es hier nicht, das auf anderen Racing-Versionen das Vorschiff teilweise abtrennt.
unter Deck, ja, eher Schlupfkajüten, Größe. Die Kojen sind relativ lang. Hier ist eine sehr lange Hundekoje auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, die Koje ist eigentlich fast nicht zu benutzen, weil man aufgrund der Küche nicht reinkommt. Aber die Vorschiffskoje ist sehr lang. Vorne ist ein Ankerfach. Das Schiff hat von oben kein aufmachbares Ankerfach, sondern der Anker wird meistens da vorne gestaut und bei Bedarf dann gefiert. Und der Eigner hat hier auf diesem Boot, statt Schränke oder ähnliches noch anzubauen, halt diese Tuchtaschenlösung. Nicht so schön sind diese Korkplatten. Das war bei der Werft früher so, dass das mit Kork beklebt wurde, warum hier jetzt so riesig große Lücken entstanden sind. So doll geschrumpft kann das eigentlich nicht sein, das weiß ich jetzt nicht, aber das hat der Voreigner gemacht. Aber es funktioniert, es war aus Isolationsgründen gemacht, damit es nicht so feucht wird, nicht so viel Kondensfeuchtigkeit gibt. Und es funktioniert auch ganz gut. Aber die alten Platten lösen sich dann nach Jahrzehnten irgendwann. Und dann muss man schauen, ob dahinter ein bisschen Gammel ist. Und dann werden die neu gemacht oder es wird halt etwas anderes an die Wandverkleidung gemacht. Ansonsten gibt es hier eine kleine funktionale Küche, die ausgefahren werden kann. In der Regel ist es eine Lösung über, Moment, hör mal. Da. Ach, so, jetzt haben wir ihn. Hier in diesem Fall ist es ein Gaskocher, oft war das auch ein Spirituskocher. Der kann auch weiter oben gewesen sein, das ist individuell oft anders gelöst. Und ja, hier unten ist in diesem Fall noch eine Wasserpumpe und eine kleine Spüle. Das heißt, man kann hier so rudimentär kochen, das ist durchaus möglich. Der Lebensraum wird bei den meisten Schiffen durch eine Kuchenbude erweitert. Es gibt eine klassische Kuchenbude, die so ein bisschen wie beim Volkeboot aussieht. Das heißt, unterm Baum wird eine rechteckige Kuchenbude aufgebaut, die mit Segellatten oben gehalten ist. Der Eigner hier hat eine andere Lösung. Der hat sich so ein Wurfzelt von einem großen Sportkettenhersteller gekauft, das einfach praktisch auf das Cockpit gestellt wird und der Eingang benutzt wird. Und das ist dann so die Schlechtwetterlösung. Aber ja, er selber sagt, er benutzt es wenig und ja, das ist dann halt Geschmackssache. Fehlt noch der Kojentest. Dann mal ab ins Bett, Kollege Fritsch. Ist immer etwas gemein, wenn ich mit 1,97 Meter so kleine Boote vorstelle. Aber um eine Idee zu geben, wie groß die Koje ist, hier wird normalerweise ein Brett noch mit einem Polster eingesetzt. Das heißt also auch solche Riesen wie ich mit 2 Meter haben hier locker Platz. Das heißt, 2 Erwachsene können hier wunderbar schlafen. Das ist eine wirklich sehr gemütliche, sehr große Koje, die auch fahrtengerecht ist. Ausreichend Platz fürs Pärchen. Ein Kind bekommt man auch noch irgendwo unter. Dafür ist man sicher und dennoch schnell unterwegs, sitzt nahe am Wasser, hat richtig Spaß unter Segeln und muss nicht mal allzu viel Geld ausgeben. Wenn ihr mal eine Reise zu den Nachbarn im Norden unternehmt, könnt ihr zum Beispiel in Aarhus eine ganze Menge an Speckhuckern besichtigen. Mehr als 30 Boote liegen hier nebeneinander. Jeden Dienstag ist dann Regatta. Und Ansprechpartner findet ihr hier bei Interesse am knuffigen Specki auch an jeder Ecke. Und wenn ihr dann einen erstanden habt, könnt ihr euch der Aufmerksamkeit am Steg sicher sein. Man unterschätzt das Boot einfach auch, ne? Von der Größe und vom Aussehen her. Also da kommen Kommentare von gesegelter Banane oder, ne, also sowas, was das wohl für ein Ding ist. Also das ist einfach, fällt einfach aus dem Rahmen. So, ne? Doch spätestens, wenn man auf See nur noch die Hecklaterne vom kleinen Spitzgatter sieht, dürfte sich auch bei den Skippern größerer Yachten der Respekt einstellen. Und jetzt noch ein Tipp für alle Gebrauchtboot-Interessenten. Schaut mal in die Videobeschreibung, dort findet ihr einen Link zum großen Special Gebrauchtbootkauf mit allen Tipps, was ihr wissen müsst, jetzt auf yacht.de.